Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, es ist Monia von Simple Life Stories und heute habe ich euch wieder ein Planer-Buddy-Paket mitgebracht. Ja, ich kam heute Morgen ins Büro und das lag auf meinem Schreibtisch. Juhu, also Serena, das ist von dir und jetzt machen wir das mal zusammen auf. Damit da nichts passiert, hier im Video, wenn ich das hier aufmache. Planer Buddy sagt alles, ja. Also wir legen wieder los. Was ist im Planer Buddy Paket von der lieben Serena? Die Serena hat schon mal mit uns getauscht, also falls ihr euch weitere Planer Unboxing Videos ansehen wollt, gibt es hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. So, das ist drin. Schauen wir mal. Es geht schon mal wieder süß los. Ein Charm, perfekt für den Kalender, wenn ihr mögt. Also, da kann man ja einiges mitmachen, ne? Die kann man immer so schön dran machen. Ich mache das mal ein bisschen näher ran, damit ihr das hier auch sehen könnt. Also, das ist ein Charm. Ein Bleistift, ja, der ist auch richtig schön hier oben. Dann geht's weiter. Happy Scrappy. Und die Blümchen, super, die kann man ja schön an den Planer dran machen, wenn man weiß, wo man ist. Und das passt so herrlich zum Frühling jetzt. Ne? Jetzt schauen wir mal, was hier so drin ist. Ah, ich will das nicht kaputt machen, aber wenn ich das aufmachen will, lässt sich das jetzt leider nicht ändern. Oh ja. Schaut mal, ist das nicht wieder einfach schön? Das sind eigentlich Einlagen, aber ich gucke jetzt mal hier so ganz nah drauf. Ich glaube, die kann man einfach ausschneiden und dann halt auch zum Kleben benutzen. Das ist ja richtig schön. Müssen wir noch herausfinden, ob das auch so gemeint ist. Ich schätze mal, dass man das dann einfach ausschneidet und in seinen Planer klebt. Und diese hier kann man natürlich halt einfach so benutzen. Das ist super. Auch die sind richtig schön. Also alles so im Kawaii-Stil. Und ja, hier so Futter, kleine Sandwiches hier unten und hier oben die Sprinkles. Und ja, das ist richtig hübsch. Ich blätter das mal einfach durch, damit ihr das mal sehen könnt. Also ja, man muss sich hier wohl für eine Seite entscheiden und die andere halt ausschneiden. Aber das macht gar nichts, weil ich ja mehrere davon habe. Also schön, total schön. Kann man hier ausschneiden und dann in seinen Planer kleben. Ja, Serena, das war schon mal wieder klasse. Was ist das hier? Oh ja, das ist so ein Täschchen. Das kann man in den Planer heften. Das passt perfekt hierzu. Und hier könnt ihr was reintun und dann sieht das auch wieder richtig schön aus in ein A5-Plan, aber das ist definitiv A5, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, weiter geht's. Die sind auch schön. Das geht auch nicht nur für Weihnachten, so kleine Sternchen, die kann man immer mal in den Planer machen. Und Smileys, natürlich, die brauchen wir auch immer. Ich schätze mal, ihr seht das so richtig, weil das so ein bisschen so halogen ist, ne? So. Aber die sind richtig schön, deswegen ich mache weiter. Ja, und das passt jetzt zum Rest, zu den Happy Scrappy Sachen. Von 1 bis 30 kann man auf jeden Tag des Monats kleben, super. Und hier auch nochmal so kleine, schön, 2 Monate abgedeckt. Ja. Man kann den Planer so verwenden, wie man möchte. Man muss sich nicht mehr daran halten, dass man den auch so verwendet, wie es da vorgegeben ist, sondern kann einfach neue Daten dann da reinkleben. Das finde ich immer super, wenn das gar nicht so vorgegeben ist. Weil manchmal komme ich auch einfach nicht dazu und denke mir, okay,
die Monate kann ich nächstes Jahr noch benutzen. Also nicht dazu, ich meine jetzt nicht ganze Monate, aber ich habe mehrere Planer. Deswegen finde ich es schade, wenn man das dann nicht mehr benutzen kann. Schön schleifen. Ja, auch die kann man wieder herrlich in seinen Planer packen und damit schön dekorieren. Und hier sind noch Stempel. Die Mädels. Ich finde das immer toll, wenn man die reinmacht in seinen Planer und dann vielleicht so ein bisschen ausmalt oder so. Das gibt ja so einen ganz individuellen Touch, deswegen finde ich Stempel eigentlich seit neuestem erst so richtig schön. Ja, und hier ist noch was zum Rubbeln, denke ich. Genau, also das kann man einfach abrubbeln in seinen Planer rein. Auch das kann man wieder so ein bisschen kolorieren. Super Idee. Serena, vielen lieben Dank. Wir freuen uns sehr. Das ist teilweise für unsere Planer-Buddies. Falls ihr es noch nicht wisst, der Planer-Buddy-Club ist genau das. Ihr schickt uns einen Tauschbrief und wir schicken euch die neueste Kollektion zurück und packen noch so 4 bis 6 Teile von unseren Planer-Buddies dazu. Das heißt, ich hole mal einmal die Kollektion, die diesen Monat, also ab dem 20. März gibt es die. Das sind hier zum Beispiel die Sachen, die es im Planer Buddy Club exklusiv gibt. Jetzt zeige ich euch das nochmal im Detail. Ich wollte jetzt nur einmal ganz schnell, die Kollektion heißt Herbal Essences. Und ja, die passt so ein bisschen zum Frühling, aber greift auch die Farben auf, die der April so hat, mit dem Blau und Dunkelblau, also ein bisschen Türkis, ne? Also das soll genau dafür sein, aber auch schon so ein Touch vom Frühling, ne? Mit den Schmetterlingen, ein bisschen Gold dabei, hier könnt ihr die selber beschriften und hier gibt es nochmal eine Menge Buttons dazu. Also das wäre die Kollektion, die wird natürlich anders geliefert, die gibt es in so einem Tütchen dazu. Und dann gibt es noch 4 bis 6 Teile von unseren Planer-Buddies. Das heißt, da könnte zum Beispiel der Stempel drin sein oder die Blumen drin sein oder hier so ein paar Schleifen. Also es kann alles drin sein, was ihr hier immer von unseren Planer-Buddies seht. Schickt uns ein Paket und ihr bekommt die Kollektion plus 4 bis 6 Teile von unseren Planer-Buddies. Oder aber ihr sagt, ihr habt keine Lust, da selber was zusammenzustellen, auch kein Problem, dann könnt ihr euch auf der Seite einschreiben. Ich verlinke das hier unterm Video und könnt einfach mitmachen. Ihr, ja, sobald das Geld bei uns eingegangen ist, über den PayPal-Button könnt ihr euch da eintragen. Wenn ihr kein PayPal habt, könnt ihr mir auch schreiben, dann können wir das auch per Banküberweisung machen. Dann schicken wir die Kollektion mit 4 bis 6 Teilen an euch raus und ihr habt für den ganzen Monat genug zum Plan, Basteln, Spaß haben, weil man kann natürlich auch viele andere Sachen damit machen. Serena, wir haben uns sehr gefreut. Vielen lieben Dank für deinen Tauschbrief. Deine Kollektion, wir haben ja noch nicht den 20. März, deswegen geht noch die alte Kollektion an dich raus, aber die ist auch super schön und ich hoffe, du hast ganz viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!